Weiter geht es jetzt in der Debatte hier um eine SPD-Initiative, die ein Einwanderungsgesetz in Deutschland haben möchte, das den Zuzug qualifizierter Fachkräfte ermöglicht und erleichtert. Sebastian Hartmann für die SPD ist der erste Redner. Mag der geneigte Beobachter oder die geneigte Beobachterin überrascht sein? Denn man hätte ja durchaus schon wesentlich weiter sein können. Aber so ist das hier im Parlament, meine Damen und Herren. Wenn man 4 Jahre mit der Union regiert hat und als SPD-Bundestagsfraktion dann einen solchen Gesetzentwurf im November vor immerhin einem Jahr eingebracht hat und die Union sich nicht dazu durchringen könnte, endlich Verantwortung für das Land und eine moderne Einwanderungsgesellschaft zu übernehmen, meine Damen und Herren. Und das beantwortet auch wesentliche Fragen, warum man nicht einfach auf einen Knopf drücken kann und sagen kann, die eine große Koalition möge doch die andere große Koalition sein. Denn wenn man am Ende der Punkte ankommt, und das schon vor einem Jahr in der Einwanderung in einem der zentralsten Bereiche deutlich gemacht hat, dann sieht man, wo das Problem ist, meine Damen und Herren, in diesem Haus. Und wir haben diesen Gesetzentwurf erneut eingebracht, weil es doch das taktische Umfallen der Unionsfraktion gab, als es dann darum ging, Jamaika zu ermöglichen. Und plötzlich hieß es, ja, auch wir sind für den Fachkräftezuwanderungsbereich offen. Und wenn daran Jamaika scheitern sollte, dann sind wir bereit, ein solches Gesetz zu erarbeiten. Und nun haben wir uns gedacht, das kann man doch einfacher haben, denn der Gesetzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion, der liegt doch schon seit einem Jahr im Hohen Hause vor. Er ist doch an der Union gescheitert. Und es hätte vielleicht der FDP auch so manches einfacher gemacht, den Fehler aus dem Jahre 2003 zu korrigieren, als nämlich die CDU-CSU und die FDP verhindert haben, dass Rot-Grün ein damals wegweisendes Zuwanderungsgesetz vorgelegt hat. Es ist an ihren Stimmen damals gescheitert und es hätte jetzt gemacht werden können. Aber es ist niemand daran gehindert, klüger zu werden. Denn wenn die Wortmeldungen in den vergangenen Tagen so stimmen und nicht nachträglich der Einordnung des eigenen Scheiterns dienen sollten, dann müsste es doch in diesem Parlament eine sehr breite Mehrheit geben für die Neuordnung der Zuwanderung für Arbeitsmigration. Und wir von der SPD wollen nun diesen Schritt gehen. Wir laden Sie dazu herzlich ein, diesen Gesetzentwurf zu beraten und dann auch mit uns zu beschließen. Und wir haben uns darauf verständigt, einen schlanken Entwurf einzubringen, der Nukleus sein soll, in dem nämlich das getan wird, was überfällig ist. In über 50 Aufenthaltstiteln verteilt auf Gesetze und Verordnungen ist die Zuwanderung der Arbeitsmigration geregelt oder nicht geregelt. Und das steht einem modernen Land wie Deutschland nicht gut zu Gesicht, es jetzt nicht endlich auch anzupacken. Denn wir sind der Auffassung, dass untrennbar neben dem humanitären Recht der internationalen Verantwortung und Völkerverständigung wir auch unserem Recht des Asyl- und humanitären Fluchtrechts eine andere Säule klar brauchen, die abzutrennen ist. Nämlich wir müssen die Arbeitsmigration in diesem Land anders regeln, indem wir jedem Bewerber und jeder Bewerberin sagen, du kannst erkennen entlang eines ordentlichen Punktesystems, ob du eine Chance hast auf dem deutschen Arbeitsmarkt, nur dann, wenn es dem deutschen Arbeitsmarkt auch dient und die Stelle unbesetzt ist. Das ist überfällig, denn es verhindert, dass wir zukünftig in unseren Rentenkassen ein vernünftiges Umlagesystem haben. Nehmen wir nur die schlechtesten statistischen Zahlen, die wir haben, so sinkt die Bevölkerung in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten dramatisch. Es werden uns 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen, die gut qualifiziert einen Beitrag dazu leisten können, dass es in Deutschland auch zukünftig vernünftiges Wirtschaftswachstum gibt. Hieran setzen wir an. Hier ist der Bereich. Und wir hätten das vor einem Jahr beschließen können, meine Damen und Herren. Vor einem Jahr lag der Gesetzentwurf vor. Und die Debatte ist noch mal im Juni des vergangenen dieses Jahres aufgenommen worden. Wir hätten schon am Endpunkt der Evaluierung sein können, um dieses Gesetz weiterzuentwickeln. Lassen Sie uns die Bremsklötze am Seite schieben. Stimmen Sie dem endlich zu. Die Union ist ja schon bei Jamaika umgefallen. Also auf ans Werk, Beschluss des Gesetzes, auf geht's. Wir schaffen das. Danke. Sebastian Hartmann war das für die SPD. Und abseits der Polemik, die er hier am Ende gebracht hat, ist eins wahr. Innerhalb der Jamaika-Sondierungen war ein Einwanderungsgesetz für die Bundesrepublik ein großes Thema. Das sich auch schon abzeichnete. Gut, das ist jetzt natürlich mit allem anderen auch erstmal gescheitert. Aber man darf gespannt sein auf die Beratung eines Einwanderungsgesetzes in den Ausschüssen. Zunächst einfach nur, weil es keine Ausschüsse gibt im Hauptausschuss und dann auf die zweite, dritte Lesung. Stefan Mayer für die Unionsfraktion ist der nächste Redner. Zu diesem Antrag kann man nur sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Die Debatte über ein Punktesystem ist ja nun wirklich nichts Neues. Ganz im Gegenteil. Schon bei der Debatte über das Zuwanderungsgesetz vor 15 Jahren
hat sich der Deutsche Bundestag über die Sinnhaftigkeit eines Punktesystems unterhalten und er hat es damals zu Recht verworfen und abgelehnt. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch im Juni diesen Jahres haben wir uns auf einen Vorschlag der Grünen hin mit einem Punktesystem beschäftigt. Und es kommt immer so der Vorwurf mit dabei ums Eck, dass Deutschland ein unattraktives Zuwanderungsland für Fachkräfte sei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Die OECD bescheinigt uns, heute eines der modernsten und fortschrittlichsten Zuwanderungsgesetze zu haben. Wir haben insbesondere in den Jahren 2012 und 2013 unser System der Ausbildungs- und Arbeitsmigration grundlegend neu strukturiert. Und ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, Deutschland ist ein hochattraktives Zuwanderungsland für Fachkräfte. Allein im letzten Jahr sind 204.000 Aufenthaltserlaubnisse zum Zwecke der Ausbildung und der Erwerbstätigkeit an Drittstaatsangehörige erteilt worden. Und dieser Trend setzt sich fort. In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es allein 65.000 Arbeitserlaubnisse für Drittstaatsangehörige, also für Nicht-EU-Ausländer. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zu dieser schon sehr starken Zuwanderung aus dem nicht-europäischen Ausland kommt dann die Binnenmigration innerhalb der Europäischen Union, auf die wir keinen Einfluss haben. Allein im letzten Jahr kamen 634.000 Menschen aus den anderen 27 EU-Ländern nach Deutschland. Und allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es 153.000 EU-Bürger. Man sieht also sehr wohl, dass unser Zuwanderungsrecht funktioniert, dass es in der Lage ist, auch dem Bedarf entsprechend dem Bedarf Rechnung zu tragen. Wenn man sich mal die EU-Blue-Card-Richtlinie ansieht, dann ist auch hochinteressant, dass 80% der in der Europäischen Union erteilten EU-Blue-Card-Aufenthaltstitel allein in Deutschland erteilt wurden. Und wir haben auch hier in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Blue-Card-Inhaber in Deutschland zu verzeichnen. Zum 31. März 2015 waren knapp 22.000 Blue-Card-Inhaber in unserem Land. Und Ende Oktober dieses Jahres waren es bereits 58.000 hochqualifizierte Drittstaatsangehörige, die mittels einer Blue Card nach Deutschland gekommen sind. Wenn dann Sie, meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wieder auch stereotyp auf das kanadische Modell abheben, dann muss man Ihnen hier ganz deutlich entgegnen, die Kanadier haben ihr Punktesystem grundlegend überarbeitet. Und zwar dahingehend überarbeitet, dass sie die erforderliche Punkteanzahl de facto nur erreichen können, wenn sie einen konkreten Arbeitsplatz nachweisen. Und da liegt schon mal ein ganz konkreter Fehler in Ihrem Punktesystem und in Ihrem Gesetzentwurf. Sie knüpfen die Zuwanderung nach Deutschland nicht an den Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes. Und das tun wir sehr wohl. Wir wollen von der CDU/CSU, dass die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt erfolgt und nicht ins Arbeitsamt. Wir wollen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dass der Arbeitgeber, dass die Unternehmer entscheiden, wer für sie der richtige Mitarbeiter oder die richtige Mitarbeiterin ist. Und nicht, dass mit einem hochkomplexen Punktesystem entschieden wird, wer nach Deutschland kommen darf, ohne dass er einen konkreten Arbeitsvertrag in der Tasche hat. Und apropos komplex, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Sie haben insgesamt ein Punktesystem entwickelt, das mindestens 6 Parameter umfasst. Nach dem heute in Deutschland geltenden Zuwanderungsrecht ist es im Grunde genommen wesentlich einfacher. Es gibt für hochqualifizierte Fachkräfte aus dem nicht-europäischen Ausland 2 Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Erste Voraussetzung, ein abgeschlossenes Hochschulstudium, das einem deutschen Hochschulstudium entspricht. Und die zweite Voraussetzung, ein Mindesteinkommen. Normalerweise von in etwa 50.000 Euro, bei Mangelberufen sogar nur von ungefähr 39.000 Euro. Und ich sage auch mit sehr viel Ernsthaftigkeit dazu, das ist aus meiner Sicht nur recht und billig. Weil wir wollen nicht, dass sich die Wirtschaft oder die Industrie im Wege der Zuwanderung aus nicht-europäischen Ländern billige Arbeitskräfte holt, um hier den ohnehin teilweise sehr angespannten Kampf auf dem Arbeitsmarkt noch zu verschärfen. Wir haben im Grunde genommen ein Zwei-Punkte-System und Sie wollen es deutlich verschärfen in ein Sechs-Punkte-System. Deshalb ist Ihr Modell eine Mogelpackung. Es ist überhaupt nicht dazu geeignet, unser Zuwanderungsrecht, unser Migrationsrecht einfacher zu machen. Wir haben ein sehr modernes Zuwanderungsrecht, das vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle noch transparenter gemacht werden muss und auch noch besser verständlich gemacht werden muss.
Und ich bin schon der festen Überzeugung, dass es richtig ist, dass wir auch als Union uns sowohl in unserem Regierungsprogramm als auch in unseren jetzigen Überlegungen stark machen für eine Modernisierung der Fachkräftezuwanderung, weil es gibt derzeit ja über 50 verschiedene Möglichkeiten nach dem deutschen Aufenthaltsrecht aus dem nicht-europäischen Ausland legal nach Deutschland zu kommen. Das ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach, das ist nicht ganz trivial. Das ist generell so, dass deutsches Recht nicht immer ganz einfach ist. Aber ich glaube, dass es durchaus überlegenswert ist, dass wir unser Aufenthalts- und Zuwanderungsrecht leichter lesbar machen, leichter verständlich machen, vor allem auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Es ist zugegebenermaßen in der heutigen Zeit relativ schwer, für einen Handwerker, für einen kleinen Dienstleistungsunternehmer, für ein kleines mittelständisches Unternehmen in Südostasien den Fachmann oder die Fachfrau zu suchen, die unbedingt benötigt wird im Unternehmen. Deswegen sind aus meiner Sicht sehr stark auch die Verbände gefordert. Ich meine da vor allem auch die Außenhandelskammern, sehe aber durchaus auch den Staat gefordert in Form unserer Botschaften, unserer Generalkonsulate, hier noch mehr Werbung für unser Zuwanderungsrecht zu machen und auch durchaus unser Zuwanderungsrecht insgesamt noch leichter lesbar und leichter verständlich zu machen. Es gibt aber hier sehr wohl auch schon sehr gute Ansätze. Ich möchte nur das Internetportal erwähnen, Make it in Germany. Aber zugegebenermaßen, hier kann man durchaus noch mehr machen. Das Punktesystem, so wie Sie es, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der SPD, vorschlagen, ist anachronistisch, ist ein Punktesystem von gestern. Wir brauchen ein modernes, ein zukunftsweisendes Zuwanderungsrecht. Wir haben ein sehr gutes Aufenthaltsgesetz und werden dies in der laufenden Legislaturperiode noch weiter fortsetzen und weiterentwickeln. Darauf freue ich mich. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Stefan Meyer, der in der letzten Legislaturperiode der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion war, hier mit seiner Kritik an dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zu einem Einwanderungsgesetz. So jedenfalls will die CDU-CSU damit nicht mitgehen. Nächster Redner ist jetzt Gottfried Curio, AfD. Der SPD-Vorschlag zum Einwanderungsgesetz will die demografische Lücke an qualifizierten Arbeitskräften schließen und ungeordnete Zuwanderung steuern. Beide Ziele werden verfehlt. Ein hoher Einwanderungssaldo kann die demografische Schrumpfung kaum kompensieren. Laut UN bräuchte Deutschland in der ersten Jahrhunderthälfte für eine konstante Menge Erwerbsfähiger 25 Millionen Migranten, also pro Jahr 500.000. So viele Qualifizierte wird es aber schlicht nicht geben. Migration löst hier das demografische Problem nicht. Die Flutung aber mit gering Qualifizierten plus geplantem Familiennachzug stabilisiert nicht Arbeitsmarkt und Rentensystem, sondern vermehrt Arbeitslosigkeit und Sozialleistungsempfang, noch dazu bei zunehmend digitalisierter Arbeitswelt. Zielführend wäre die Erhöhung der Geburtenrate. Eine aktivierende Familienpolitik, wie von uns gefordert, wäre vorrangig, statt das eigene Volk auszutauschen. Das heißt, Milliarden für unsere Familien und nicht für Alimentation und Integration erst nicht Bleibeberechtigter oder jetzt nicht vermittelbarer Migranten. Die SPD räumt ein, dass in Deutschland kein allgemeiner Arbeitskräftemangel herrscht, wohl aber im Bereich Technik-IT. Wer dächte da nicht zuerst an minder qualifizierte Bewerber ohne Sprachkenntnisse aus Innerafrika und der muslimischen Welt? Es soll nämlich die bisherige illegale Migration jetzt per Umdeklaration legalisiert werden. Denn für wen wird das Ganze veranstaltet? Laut SPD-Papier soll Einwanderung die Interessen beider Seiten gestalten. Gemeint sind wohl einerseits die Interessen der bisherigen Wirtschaftsscheinasylanten, die jetzt mit neuem Etikett versehen werden sollen, und andererseits die der UN-Ideologen, die mittels weltweiter Massenmigration gewachsene Nationalstaaten auflösen wollen. Dafür soll es jetzt ein jährliches Einwanderungskontingent geben. Nun, qualifizierte Arbeitnehmer, wie übers Blue-Card-System, können gern ihren Beitrag leisten, wo er deutschem Interesse dient, natürlich. Aber die Aufenthaltserlaubnis nach Punktesystem wie im SPD-Entwurf gestaltet, ist nichts als die Pervertierung dieser Idee. Da geht es etwa um Integrationsaspekte. Positiv zählt, wenn jemand eine Beziehung zu Deutschland hat. Da heißt es dann etwa,
Die Verwandtschaft ist schon hier. Mit anderen Worten, das wird ein Familiennachzugsprogramm für unsere hiesigen Parallelgesellschaften. Ein Aufbauprogramm für Clanbildung, komplett anti-integrativ. Was wollen die Genossen noch? Leichtere Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, Feststellung der Vergleichbarkeit von Qualifikationen erst nach Einreise. Und vorher verschenken wir die Punkte auf Treu und Glauben, ja? Deshalb zum Thema Migrationssteuerung. Was wäre denn der Unterschied zur jetzigen unkontrollierten Massenzuwanderung? Jetzt sagt der Migrant Syrien, Asyl. Der neue Eingeladene sagt Fachabschluss, Ausbildung. Beide werden ohne Nachweis reingelassen und erst im Innern überprüft. Der eine in langen Widerspruchsverfahren, berechtigt oder nicht, er bleibt. Der andere in ein Jahr langer Jobsuche, erfolgt oder nicht, er bleibt, es wird verlängert. Und wenn er Arbeit aufnimmt, sofort Familiennachzug. Ohne Sprachkenntnisse, nach 3 Jahren schon Niederlassung. Und beide Migrationsströme sollen nebeneinander bestehen bleiben. Das ist eine Ausweitung unserer Probleme. Neben weiterhin ungesteuerter Asylmissbrauchsmigration jetzt auch noch Arbeitnehmerimport auf Verdachtsqualifikation, ohne entsprechendes Arbeitsplatzangebot, ohne Sicherung des Lebensunterhalts, bei Qualifikation nur informell erworben. Immer alle erst mal rein, der ganze Import als sogenanntes Potenzial. Der Steuerzahler wird sich freuen über so ein Potenzial an Versorgungsfällen. Und wenn es ein Arbeitsplatzangebot gibt, keine Vorrangprüfung mehr aus Effizienzgründen. Ob Deutsche oder EU-Bürger das machen könnten, egal. Eine unfassbare Unsolidarität in eigenen Leuten. Hauptsache die UN-Replacement-Migration kommt voran, effizient voran. Und klar, das letzte Ziel soll hier sein, in diesem Machwerk, ein rechtlicher Rahmen für eine deutsche Einwanderungsgesellschaft. Und man höre, Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die letzte Säule deutscher Selbstbestimmung. Soll das deutsche Volk durch Masseneinbürgerung von nicht qualifizierten Fremdstaatlern aller Kulturen demnächst mittels Wahlrecht hier bald entmündigt werden? Die Herr Kollege, AfD, kommen Sie bitte zum die Schluss. AfD wird als Sachhalter der Interessen der deutschen Bürger hier entschlossen parlamentarischen Widerstand leisten. Ich danke Ihnen. Die Rede von Gottfried Curio für die AfD-Fraktion war das. Liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal ist das eine Sache mit der Meinungsfreiheit. Aber ich rufe jetzt auf den Kollegen Stefan Thomé von den Freien Demokraten. Ein Kommentar des Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki zu dieser Rede. Der ist nichts hinzuzufügen. Stefan Thomé von der FDP ist der nächste Redner. Kollegen, wenn wir das, was wir soeben gehört haben, einmal versuchen, den großen historischen Kontext unseres Landes einzustellen, dann will ich doch mal darauf hinweisen, dass es schon immer so war, dass Deutschland ein Einwanderungsland gewesen ist. Wenn wir in der Geschichte zurückgehen, haben schon immer Einwanderer dieses Land mitgeprägt. Seien es die Hugenotten im 17. Jahrhundert, Menschen aus Polen im 19. Jahrhundert, Menschen aus Südeuropa im 20. Jahrhundert, die angelockt waren von dem Wirtschaftswunder dieses Landes. Auch ohne hier geboren zu sein, haben viele Menschen dieses Land mitgeprägt, mitentwickelt, für Wohlstand, Stabilität in diesem Land gesorgt und ihren Beitrag geleistet. Deswegen muss man auch gar keine Angst haben vor Einwanderung, denn auch in unserer Zeit schrumpft unsere Gesellschaft und altert ohne Zuwanderung. Und deswegen ist es auch sinnvoll für den Fachkräftebedarf in unserem Lande, uns Zuwanderern und Einwanderern zu öffnen, wenn sie ihren Beitrag dazu leisten können. Natürlich muss es dazu auch Regeln geben. Und die Regeln, die im Gesetzentwurf der SPD zu finden sind, Herr Kollege Hartmann, die gehen aus unserer Sicht durchaus in die richtige Richtung. Erlauben Sie mir hier als Rechtspolitiker einen Hinweis, dass das Urheberrecht dieser Gedanken durchaus bei der FDP anzusiedeln ist. Peter Cäsar in den 90er Jahren hat bereits als Justizminister in Rheinland-Pfalz einen Entwurf vorgelegt, der durchaus in Ihre Richtung geht, den Sie weiterentwickelt haben. Aber ich will darauf hinweisen, dass hier also von unserer Seite immer schon eine Offenheit für diese Themen gewesen ist. Herr Kollege Thomé, erlauben Sie mir eine kurze Unterbrechung Ihrer Rede, weil meiner Bitte, im Plenarsaal nicht zu fotografieren, ausreichend von 2 Mitgliedern meiner Fraktion nicht entsprochen wurde. Ich weise noch einmal darauf hin,
noch einmal darauf hin, dass Fotografieren nach Beschluss des Präsidiums im Plenarsaal untersagt ist. Und den Nächsten, den ich erwische, der bekommt einen Ordnungsruf. Lassen Sie mich deswegen einen Blick auf Ihren Gesetzentwurf werfen, indem Sie ein Punktesystem entwickeln mit einer Grundlage von verschiedenen Kriterien, Berufsqualifikationen, Sprachkenntnisse, Alter, Integrationsaspekte, Berufserfahrung, Vorliegen eines Arbeitsplatzangebotes. Gute Ansätze. Ich will nur darauf hinweisen, beim Thema Integrationsaspekte ist es sicherlich richtig, dass Menschen, die ins Land kamen, unter anderen Aspekten, die vielleicht Schutz gesucht haben vor Verfolgung oder vor Krieg und Bürgerkrieg, einen Integrationsvorsprung hier vorweisen können. Das soll aber nicht zum Nachteil solcher Menschen gereichen, die aus ihrer Heimat heraus sich bewerben wollen und natürlich einen solchen Integrationsvorsprung nicht besitzen können. Also hier gibt es ein paar Punkte, über die wir ganz gerne noch mal nachdiskutieren wollten. Auch beim Thema Kontingentierung, wo Sie vorschlagen, dass der Bundestag auf Vorschlag der Bundesregierung und mit Zustimmung des Bundesrates jährlich die Zahlen festlegen sollen, die in dieses Land einwandern können, erscheint uns etwas planwirtschaftlich. Das Problem bei uns war in der Vergangenheit ja nicht, dass wir zu wenig hochqualifizierte Zuwanderer zu uns bekommen hätten. Deswegen will ich sagen, der Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung. Er findet bei uns Zuspruch und Sympathien, springt an ein paar Punkten vielleicht etwas zu kurz. Sinn eines Punktesystems ist natürlich eine Fachkräftezuwanderung auch ohne Arbeitsvertrag. Ansonsten bräuchten wir gar kein Punktesystem. Es reicht aus unserer Sicht auch nicht, wenn es im Gesetzentwurf heißt, dass es hier stets einen legalen Einwanderungsweg für Drittstaatsangehörige unterhalb der Voraussetzungen der blauen Karte EU geben soll. Wir meinen, dass auch die Blue Card EU, die blaue Karte, grundlegend reformiert werden muss, insbesondere auch zusammengeführt werden muss in dem Einwanderungsgesetz, was an Asylbewerbern, Asylberechtigten, an Flüchtlingen aus Bürgerkriegs- und Kriegsgebieten zu uns kommt und an Fachkräften, die also als Fachkräfte zuwandern wollen. Deswegen wäre sinnvoll, aus unserer Sicht eine Reform der Blue Card-Regelung für Einwanderer mit Arbeitsplatzangebot, parallel dazu ein Punktesystem für Einwanderer ohne Arbeitsplatzangebot. Das wären unsere Vorstellungen. Aber ohne Zweifel ist Ihr Vorschlag es wert, im Hauptausschuss behandelt zu werden. Deswegen stimmen wir für eine eingehende Beratung dort und für die Überweisung. Vielen Dank. Stefan Thome war das für die FDP-Fraktion, der hier zunächst darauf hingewiesen hat, gegenüber seinen Kollegen von der AfD, dass Deutschland immer ein Einwanderungsland gewesen sei. Den Gesetzentwurf der SPD hält er für beratenswert. Nächste Rednerin ist jetzt Zaki Nastisch für die Linksfraktion. Sie sehen, so kann Integration funktionieren. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Brain, das heißt auf Deutsch Hirnwissen. Drain, das heißt aussaugen und auszehren. Zusammen heißt das Brain Drain, was nichts anderes bedeutet, als den armen Staaten dieser Welt ihr ausgebildetes Potenzial auszusaugen. Ingenieure abzuziehen, dort, wo Brücken über reißende Flüsse gebaut werden müssen. Ärzte wegzuholen, dort, wo Babys von Stechmücken übersät sind und Hunderttausende HIV-infiziert sind. Welcher von deutschen Konzernen ausgeplünderter Staat möchte dann noch sein weniges Geld in Bildung stecken, wenn deutsche Konzerne ihm dann noch die Ausgebildeten abziehen wollen? Hätten Sie doch bloß in Ihren unwürdigen Jamaika-Gezocke über die Bekämpfung von Brain Drain und der ungerechten Weltwirtschaftsordnung so viel Diskussion und Intention geliefert wie bei der Ansprache von Obergrenzen für Schutzsuchende. Ich zitiere, was Brain Drain ist, und diesmal aus dem Gesetzentwurf der SPD. Ziel des Einwanderungsgesetzes ist es, die Einwanderung von qualifizierten Arbeitskräften nach den Bedürfnissen des deutschen Arbeitsmarktes zu steuern und zu gestalten. Zitat Ende. Sarkastischer geht es kaum. So werden immer neuere Armut- und Fluchtursachen produziert. Das freut vielleicht die AfD oder den Daimler-Vorstand, aber die vielen Menschen, die aktiv sind in den Flüchtlingsinitiativen, fühlen sich schon längst von der Bundesregierung in Stich gelassen. Wer Herz und Verstand für arme Menschen hat, fordert eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, statt als Ziel die sogenannten Interessen des deutschen Arbeitsmarktes zu bedienen. Deutsche und ausländische Arbeitnehmer sollen in Konkurrenz um Billiglöhne und prekäre Berufsperspektiven gegeneinander ausgespielt werden. Das ist entwürdigend, und das machen wir als Linke nicht mit.
Der vorliegende Gesetzesentwurf der SPD erklärt zu Recht die Blue Card-Regelung der EU für gescheitert. Aber nicht etwa, weil im Rahmen dieser Regelung jetzt schon migrantische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu 47% weniger verdienen dürfen als ihre Kolleginnen und Kollegen. Nein, der SPD geht die Blue Card-Regelung nicht weit genug. Sie will sogar die Mindestgehälter abschaffen. Und das lehnen wir als Lohndumpinggesetz entschieden ab. Wer sich von Frau Merkels marktkonformer Demokratie lösen will oder vom rechten Marktglauben der AfD, der sollte auch kein Einwanderungsgesetz vorlegen, das sich vor allen Dingen den Märkten und Konzerninteressen unterwirft. Wenn es nach SPD-Vorstellung geht, aber auch Grünen, FDP bis hin zu Pegida, soll künftig ein sogenanntes Punktesystem darüber entscheiden, wer hier zwecks Berufserwerb in dieses Land einwandern darf. Das nenne ich Nützlichkeitsrassismus. Meine Damen und Herren, in der Mitte und auf der linkeren Seite dieses Hohen Hauses, wenn Sie sich von der AfD abgrenzen möchten, ziehen Sie die Grenze, und zwar mit unserem Grundgesetz. Da steht nicht, die Billigkeit des Menschen ist unantastbar, sondern seine Würde. Und diese kennt keine Herkunft. Wer Fachkräfte braucht, muss sich hierzulande ausbilden und vor allen Dingen gut bezahlen. Und zwar egal, woher sie kommen. Das Kapital dafür ist allemal vorhanden. Beginnen Sie endlich damit, enorme Vermögen gerecht zu besteuern. Wir brauchen tariflich abgesicherte und gut bezahlte Arbeitsplätze, einen angemessenen gesetzlichen Mindestlohn und ein Verbot der Leiharbeit. Liebe SPD, Sie haben eins gemeinsam mit der CDU/CSU, das individuelle Recht auf Asyl inhumaner gemacht, ja, bis zur Unkenntlichkeit entstellt und den Sozialstaat entkernt. Damals unter Beifall vieler, die jetzt bei der AfD in den Reihen sitzen. Und wer sich jetzt von der AfD abgrenzen will, muss für die Würde des Menschen in einem wiedererstarkten Sozialstaat kämpfen. Das wäre eine gemeinsame rote Kraftanstrengung wert. Vielen Dank. Frau Kollegin Nastic, ohne Ihre Rede bewerten zu wollen, möchte ich darauf hinweisen, dass es Ihre erste war in diesem Hohen Hause. Die Rede von Jacqueline Nastic war das für die Linksfraktion, die hier ganz klar Positionen bezogen hat gegen die Einwanderung von Fachkräften, die nämlich diejenigen Länder, aus denen diese Menschen stammen, letztlich dann tendenziell verarmen würden. Nächste Rednerin ist jetzt Filiz Polat, Bündnis 90, die Grünen. Ja, Herr Präsident, da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen mit den Integrationskursen. Meine Damen und Herren, Frau Nastic, ich bin doch etwas irritiert über Ihre Rede, um das vielleicht noch mal vorweg zu sagen. Meine Damen und Herren, die Linke hat es noch nicht mal bis heute geschafft, überhaupt ein Einwanderungskonzept vorzulegen. Kein Wunder, in der Frage sind Sie auch sehr zerstritten. Meine Damen und Herren, ich freue mich, und das sage ich auch als Migrationspolitische Sprecherin, die ich fast 10 Jahre im Niedersächsischen Landtag gewesen bin. Die SPD-Fraktion bringt endlich ein Einwanderungsgesetz über ein Punktesystem in den Deutschen Bundestag ein, meine Damen und Herren. Das ist historisch, nämlich, Herr Stefan Meyer, es liegt nicht erst seit einem Jahr vor als Gesetzentwurf seitens der Bundesregierung der letzten, sondern Sie haben sich 17 Jahre Zeit damit gelassen. Wir hatten 2003 gemeinsam als rot-grüne Bundesregierung einen entsprechenden Paragraphen vorgelegt im damaligen Aufenthaltsgesetzentwurf, den Paragraphen 20e, der an den Fraktionen, einige erinnern sich noch, oder an den Bundesländern, FDP und unionsgeführten Bundesländern gescheitert ist. Aber um das gleich noch mal insgesamt vorwegzunehmen, trotz dieses historischen Ereignisses, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, auch lieber Kollege Thomas Oppermann, der das ja seinerzeit mitentwickelt hat, über ihn sehen wir keinen Heiligenschein. Im Gegenteil, wir wollen Sie heute an den Buß- und Bettag erinnern. Warum wollen wir das tun? Es wurde gesagt, Frau Kollegin Dr. Högel sitzt hier, Kollegen Lischka, Dr. Diaby und Herr Bartke, Sie haben Ihr Konzept letztes Jahr auch der Fraktion vorgestellt. Sie hatten ein Jahr Zeit, diesen Entwurf, der von der Fachöffentlichkeit kritisiert wurde, zu überarbeiten, um eine Reihe gravierender Unzulänglichkeiten zu beseitigen. Das haben Sie nicht getan. Und meine Damen und Herren, ja, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Die alternde Gesellschaft und der Fachkräftemangel lassen keinen Zweifel mehr. Deutschland ist auf Einwanderung angewiesen.
Wir leben zudem in Zeiten der Globalisierung. Es ist notwendig, die zunehmende internationale Mobilität so auszugestalten, damit die darin liegenden Chancen zum Tragen kommen, meine Damen und Herren, und zwar für alle Beteiligten, für die Herkunftsstaaten, die Aufnahmestaaten und die Zuwandernden selbst. Und, meine Damen und Herren, auch die Wirtschaft verlangt das von uns. Ihr Anspruch, meine Damen und Herren, von der SPD, ein Einwanderungsgesetz, Herr Hartmann hat das gesagt, das sprichwörtlich auf einen Bierdeckel passt. Das geltende deutsche Einwanderungsrecht ist kompliziert, aufwendig und unattraktiv. So lautet der erste Satz Ihres Gesetzentwurfs. Die Beschreibung ist korrekt. Das teilen wir. Aber anstatt das Recht zu vereinfachen, meine Damen und Herren, verkomplizieren Sie es mit Ihrem Entwurf. Sie kritisieren die 50 verschiedenen Aufenthaltstitel, nehmen aber keine umfassende Novellierung der bestehenden Bestimmungen zur Arbeitsmigration vor. Sie stellen das System der Einwanderung nach Punktesystem, das wir durchaus unterstützen. Wir selber haben ja im Juni einen Gesetzentwurf eingebracht in der letzten Legislatur. Sie stellen es neben das bisher geltende Recht, was die Regelung zur Arbeitsmigration eben nicht vereinfacht, sondern unübersichtlicher macht, liebe Kolleginnen und Kollegen, und vor allem inkonsistent gestaltet. Mit Ihrem Entwurf bleiben Sie hinter den Erwartungen der damals zeitgleich im Bundesrat eingebrachten Bundesratsinitiative der SPD-Landesregierung, wo wir auch mitregieren. Bleiben Sie hinter den Erwartungen zurück. Rheinland-Pfalz sitzt hier auch in der Bundesratsbank, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Sie bleiben hinter diesen Erwartungen zurück. Nicht mal den Spurwechsel haben Sie in den Entwurf eingearbeitet, den Sie kritisieren. In der Bundesratsinitiative war er sogar noch enthalten, meine Damen und Herren. Aber, Herr Präsident, um das vielleicht auch noch mal zu betonen, interessant ist hier die fachliche Stellungnahme des Bund Deutscher Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter. Ich zitiere, dieses dauerhafte Nebeneinander beider Gesetze mit Blick auf Ihr Konzept wirft eine Vielzahl diffiziler Abgrenzungsfragen auf. Es wird von der Sorge gesprochen, der dem Einwanderungsgesetz unterfallenden Ausländern erster Klasse und den sonstigen nicht privilegierten Ausländern, die dem Aufenthaltsgesetz als Rest- oder Auffanggesetz unterworfen werden. Meine Damen und Herren, ja, Bündnis 90 Die Grünen hat bereits ein Einwanderungsgesetz erarbeitet, das die Motivlagen der Menschen in den Mittelpunkt stellt und dabei die Interessen Deutschlands im Blick hat. Er nimmt im Gegensatz zum Vorschlag der SPD-Fraktion einen Paradigmenwechsel vor, vom bisherigen nachfrageorientierten zu einem angebotsorientierten System. Meine Damen und Herren, ein transparentes Einwanderungsgesetz wird kommen, da bin ich mir sicher, denn, und darin sollten wir uns wirklich alle einig sein, angesichts dieser Tatsache auf der rechten Seite unseres Plenums brauchen wir ein klares Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Philipp Pullert war das, Bündnis 90 Die Grünen, die hier ebenfalls ihre erste Rede gehalten hat und dafür Glückwünsche bekommt von Bundestagsvizepräsident Kubicki. Sie hat gesagt, ein Einwanderungsgesetz kommt, aber doch deutlich andere Schwerpunkte gesetzt für ihre Fraktion als die SPD. Das tut in ihrem Gesetzentwurf. Weiter geht es in der Debatte mit Ansgar Heveling, CDU/CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Regierungen der Aufnahmeländer sei eine große Verantwortung übertragen. So formuliert es der bekannte Migrationsforscher Paul Collier in seinem Buch Exodus. Ich darf zitieren, denn die Migrationsrate hängt von zwei Dingen ab, von der individuellen Entscheidung potenzieller Migranten und von der Politik der Regierung. Allein der Entscheidung der Migranten überlassen, würde sie weiter anwachsen und schließlich den Punkt überschreiten, bis zu dem die Aufnahmegesellschaften einen Nutzen davon haben. Daher kann man die Migration nicht allein der individuellen Entscheidung der Migranten überlassen. Sie muss von Staaten gesteuert werden. Aber die Migrationspolitik ist unweigerlich kompliziert. Um ihren Zweck zu erfüllen, muss sie diese Komplexität bewältigen. Soweit Collier. Ihr Gesetzentwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, bewältigt unserer Ansicht nach die Komplexität nicht in ausreichendem Maße. Jedenfalls nicht so, dass sie unserer Verantwortung als potenzielles Aufnahmeland sowohl für die, die zu uns kommen wollen, als auch für unsere Gesellschaft gerecht wird. Bevor ich zu den einzelnen Regelungen komme, möchte ich aber
zunächst einer der Grundannahmen Ihres Gesetzes widersprechen, Ihnen durch Ihres Gesetzentwurfs widersprechen. Ihn durchzieht die Klage, wie, ach, so kompliziert das deutsche Einwanderungsrecht doch sei. Es gäbe so viele verschiedene Regelungen, mit denen man nach Deutschland kommen könne. Da muss man doch sagen, das ist doch gut so. Menschen möchten und sollen aus ganz unterschiedlichen Gründen nach Deutschland kommen. Ihre Situationen sind unterschiedlich. Da ist es doch auch nur richtig, dass man unterschiedliche Regelungen dafür hat. Sicher mag es keine schlechte Idee sein, die bestehenden Regelungen übersichtlicher zusammenzufassen. Dass man aber alles viel, viel einfacher machen könne, das halte ich offen gestanden für Augenwischerei. Sie wollen es ja sogar noch komplizierter machen. Ein neues bürokratisches Punktesystem soll ja die jetzigen Regelungen nicht ersetzen, sondern soll neben sie gestellt werden. Es wird also noch unübersichtlicher. Das ist für mich ein widersprüchlicher Ansatz. Ich sehe eher die Notwendigkeit, dass wir die bestehenden Regeln aktiv bewerben. Kollege Mayer hat schon auf die Internetseite makeitingermany.de hingewiesen. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen zusammenkommen, dass wir Tools haben, die Menschen zusammenbringen, nämlich die, die hier arbeiten wollen und die, die ihnen tatsächlich dann auch die Arbeitsplätze anbieten können. Große Schwierigkeiten sehe ich bei Ihrem Vorschlag, dass für ein Jahr eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden soll, wenn jemand einen guten Punktestand hat und nach Deutschland kommen möchte, um Arbeit überhaupt erst zu suchen. Es ist sehr richtig zu überlegen, wie man die Arbeitsplatzsuche aus dem Ausland weiter unterstützen kann. Ich halte es aber für wichtig, dass die Einreise erst gestattet wird, wenn tatsächlich ein konkretes Angebot für die Arbeit vorliegt. Denn der Staat kann zwar Mangelberufe identifizieren, das macht er auch jetzt schon, aber es ist eben nur eine Prognose. Welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Unternehmen dann konkret einstellen wollen und wofür, das können Behörden vorab nicht wissen. Es ist eine Entscheidung der Unternehmen und das würde auch bei einem noch so guten Punktesystem nicht funktionieren. Auch hierzu darf ich noch einmal den Migrationsforscher Paul Collier zitieren, der ausdrücklich die Komponente des deutschen Rechts lobt, ebenso wie die ähnlichen neuseeländischen Regelungen. Ich zitiere: Nachdem der potenzielle Migrant die staatlichen Kriterien erfüllt hat, müsste er noch ein Unternehmen dazu bringen, ihn einzustellen. Sowohl Deutschland als auch Neuseeland haben ein solches System. Arbeitgeber haben dabei einen Anreiz, Bewerber genau anzuschauen und dabei einen ausgewogenen Katalog von Merkmalen zu berücksichtigen. Länder, die Einwanderer nur mit Hilfe eines mechanisch angewandten Punktesystems auswählen, sind solchen Ländern gegenüber in der Regel im Nachteil, weil sie auch Menschen anziehen, die zwar die Anforderungen formal erfüllen, aber möglicherweise ansonsten ungeeignet sind. Sicherlich ist auch das der Grund, warum Kanada sein Einwanderungssystem mittlerweile dahingehend angepasst hat, dass der Arbeitsplatz, der konkrete Arbeitsplatz, bei der Beurteilung der Einwanderungsmöglichkeit mittlerweile eine herausragende Rolle spielt. Für das Jahr der Arbeitssuche wollen Sie zudem darauf verzichten, dass die Menschen nachweisen, dass sie ihren Lebensunterhalt, dass ihr Lebensunterhalt gesichert ist. Sie halten diese Prüfung insgesamt für überflüssig. Ich halte es für fatal, es nicht zu prüfen. Arbeitssuchende könnten sich nach Ihrem Entwurf während der Suche mit einem Nebenjob über Wasser halten. Das wollen Sie ja auch ebenfalls regeln. Das soll die Versorgung sicherstellen. Aber was, wenn das nicht klappt oder nicht mehr klappt oder derjenige, der kommt, krank wird zwischendurch? Den Bezug von Hartz IV wollen Sie ausschließen. Das ist sicherlich auch richtig. Aber dann ist es doch wichtig, dass wir vorher sicher wissen, dass sich der Mensch bei der Arbeitssuche dann auch finanzieren könnte. Die Vielzahl von Ermessensentscheidungen halten Sie laut Gesetzesbegründung für abschreckend. Sie biete Rechtsunsicherheit. Ein Punktesystem ist für Sie übersichtlicher. Ich sehe, offen gestanden, nicht wirklich einen qualitativen Vorteil eines Punktesystems. Denn zum einen wird eine Ermessensentscheidung nicht einfach so getroffen, sondern sie wird in der Regel die gleichen Faktoren berücksichtigen wie ein Punktesystem. Nur, dass man beim Ermessen eben etwas mehr Spielraum hat, aber auch zugunsten des Antragstellers. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Starre Punktesysteme sind nicht per se gerechter. Fazit: Die bestehenden Regelungen zur Einwanderung nach Deutschland zu Arbeitszwecken sind gut.
Wir haben es schon gehört, die OECD sieht Deutschland hier weit vorne. Für solche bestehenden Möglichkeiten müssen wir mehr Werbung machen. Und lassen Sie mich versichern, dass als Ergänzung zu den bestehenden Möglichkeiten für CDU/CSU ein Fachkräftezuwanderungsgesetz ganz oben auf der Agenda steht. Aber es muss ein Gesetz sein, das die sinnvolle Steuerung der Arbeitsmigration ermöglicht. Vielen herzlichen Dank. Also, das ist hier eine weitere Fraktion, die CDU/CSU-Fraktion, die gerne ein Einwanderungsgesetz verabschieden möchte. Insofern kann man sicherlich davon ausgehen, dass das in dieser Legislaturperiode so kommen wird. Letzte Rednerin in dieser Debatte ist jetzt Daniela Kolbe für die SPD. Ich komme ja aus Sachsen und Sachsen ist ein ganz besonderes Bundesland. Nein, ganz im Ernst, ich lebe wirklich gerne da. Aber man sieht in Sachsen manche Entwicklung sehr stark unter einem Brennglas, auch die demografische. In den nächsten 10 Jahren werden in Sachsen 600.000 Menschen in den wohlverdienten Ruhestand gehen. In den gleichen 10 Jahren werden nur 300.000 Kinder die Schule verlassen. Also die sind dann übrigens schon älter als 10 Jahre. Und da muss man doch kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein Riesenproblem werden könnte für das schöne Sachsen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, wir brauchen dringend mehr, ein besser verständliches Einwanderungsrecht. Wir wollen nämlich qualifizierte Zuwanderung und wir wollen sie auch steuern. Und deswegen brauchen wir in Deutschland ein Einwanderungsgesetz. Darüber reden wir heute. Und dazu haben wir einen klugen und übrigens auch moderaten Vorschlag gemacht, der sich am aktuellen kanadischen Modell orientiert. Das ist ein Punktesystem für gut qualifizierte Drittstaatsangehörige. Und das macht denen es einfacher, sich für Deutschland zu interessieren. Einfacher als jetzt in unserem detailverliebten und nicht immer ganz leicht verständlichen, und das ist sehr beschönigenden Aufenthaltsrecht. Ich habe schon etliche Volljuristen schwitzen sehen, wenn sie mir ein Detail erklären sollten aus dem jetzigen Aufenthaltsrecht. Und jetzt versetzen Sie sich mal in potenzielle qualifizierte Zuwanderer. Wir machen hier einen sehr guten Vorschlag. Und Herr Mayer und auch andere Rednerinnen und Redner, herzliche Einladung, ihn auch wirklich noch mal zu lesen. Denn er ist für ein Punktesystem ein äußerst nachfrageorientierter Vorschlag. Das heißt, wer ein Arbeitsplatzangebot in Deutschland hat, der bekommt sehr viele Punkte und hat es damit schon fast geschafft, nach Deutschland zuwandern zu können. Und natürlich prüft nach unserem Vorschlag die BA, die Bundesagentur für Arbeit, ob die Arbeitsbedingungen stimmen, die hier zu einem Arbeitsverhältnis führen sollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir doch aus der Not eine Tugend. Das ist doch die Stunde des Parlaments. Wir legen hier einen Vorschlag vor. Fast alle Fraktionen dieses Hauses haben schon mal Anträge dazu geschrieben, haben es in dem Parteiprogramm oder im Regierungsprogramm drin, das Thema qualifizierte Zuwanderung. Es stand sogar was in den Jamaika-Sondierungsgesprächen dazu, liebe CDU. Keine Angst, es ist nicht schlimm, über qualifizierte Zuwanderung zu sprechen. Und lieber Redner der AfD, vielleicht reden Sie auch noch mal mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden. Der hat uns vor einem Jahr noch das Plagiat vorgeworfen, hat behauptet, wir hätten das Einwanderungsgesetz bei der AfD abgeschrieben. So lustig war das damals. Also vielleicht reden Sie mal miteinander. Ich will an der Stelle aber auch mit einem Missverständnis aufräumen. Für uns ist natürlich klar, dass wir qualifizierte Zuwanderung brauchen. Wir wollen, dass Menschen zu uns kommen, um hier arbeiten, aus wohlverstandenem Eigeninteresse. Für uns ist aber genauso klar, dass es daneben immer auch das Recht auf Asyl gibt. Wer verfolgt ist, wer um seine Haut und sein Leben fürchten muss, der bekommt in Deutschland Schutz. Da gibt es für uns kein Vertun. Frau Kollegin Kolbe, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Auf welcher? Ja. Wenn Sie die Uhr anhalten. Meine Frage geht dahin, haben Sie sich überhaupt mit dem kanadischen Einwanderungsgesetz auseinandergesetzt? Ist ein humankapitalorientiertes Gesetz, was ganz genau definiert, dass die Einwanderung tatsächlich der Wirtschaft nützen muss, aber abstrakt abstellt, dass diese Einwanderer, die dort kommen, auch, und das ist der Erfolg des kanadischen Modells, erstens ganz klar auch auf andere passende Form kommt, dass die Reformierung, die hier angesprochen wird, im Einklang nach wie vor steht mit Sprache, Alter, Berufsqualifikation, dass es einen objektiven
Katalog an Kriterien gibt und die zu diesem Erfolg führen und dass es eine Kommission gibt, die jedes Jahr nach dem Bedarf der kanadischen Wirtschaft entsprechend das abstellt, dass es weiterhin ein Caregiver-Programm gibt, das auch ganz klar kurzfristige, auf 5 Jahre orientierte Migration ermöglicht. Haben Sie das Programm überhaupt gelesen? Darf ich Sie bitten, die Frage abzuschließen? Ja, dann frage ich, haben Sie das Programm überhaupt gelesen und verstanden? Was Sie dort betreiben, ist Etikettenschwindel. Das war die Frage, ob Sie das verstanden haben, Frau Kollegin Kohl, beantworten Sie bitte auch diese Frage, den Rest ignorieren Sie einfach. Sehr gerne. Nee, ich bin durchaus der Auffassung, wir sollen uns hier inhaltlich und fachlich miteinander auseinandersetzen. Und deswegen auch herzliche Einladung. Das Papier dort draußen ist zum Lesen da, lieber Herr Kollege der AfD. Wenn Sie es gelesen hätten, wüssten Sie, dass wir uns intensivst mit diesem Konzept Kanadas und auch den Weiterentwicklungen in Kanada beschäftigt haben. Unser damaliger Fraktionskollege, Vorsitzender und Kollege Thomas Oppermann war sogar in Kanada und hat sich vor Ort ein Bild davon gemacht. Also da keine Angst. Schlusssatz. Wir haben ja einen Vorschlag gemacht. Wir sind das Parlament. Wir können uns darüber unterhalten. Ist doch eine spannende Diskussion schon hier. Also lassen Sie uns doch mit großer Lust am Ergebnis darüber in die Auseinandersetzung gehen. Ich habe jedenfalls große Lust darauf, mit Ihnen darüber zu streiten, wie wir dieses Minus in Sachsen, 600.000 Rentnerinnen und Rentner, 300.000 Schulabgängerinnen und Schulabgänger in den nächsten 10 Jahren, wie wir das bewältigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Daniela Kolbe war das von der SPD-Fraktion. Sie war die letzte Rednerin in dieser Debatte zum Entwurf eines Einwanderungsgesetzes. Eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion zwischendurch. Es ist so nach den Bemerkungen und den Reden aus anderen Fraktionen, vor allem der Grünen und der CDU-CSU-Fraktion, dass durchaus hier in den Ausschüssen, die es ja bis jetzt noch nicht gibt, um ein Einwanderungsgesetz in dieser Legislaturperiode gerungen wird. Und ein Einwanderungsgesetz war ja auch bereits bei den schwarz-gelb-grünen Sondierungen ein Thema. Jetzt also wird dieser Gesetzentwurf aus der SPD-Fraktion gegen die Stimmen der AfD überwiesen in den Hauptausschuss.